Hallo, ihr Quirlinge! Nokori und ihre Gefährten sind immer noch in der Region Wintersonne unterwegs. Hier nervt uns ein anhängliches Schreckgespenst. Das haben wir schon ein, zwei, drei Mal besiegt. Ich weiß gar nicht mehr. Und ich fürchte, das taucht noch häufiger auf. Die Frage ist nur, ob es auch auftaucht in Regionen, die ich schon aufgedeckt habe oder halt nur hier oben so in der Ecke, die ich eigentlich als nächstes angehen möchte. Wir werden es erleben. Ah, wir können offenbar leider nicht, trotz Level Up, diesen Wurf hier wiederholen. Schade. Und diese Senke hier, die ist irgendwie komisch. Das sieht aus, als wäre hier hinten irgendwie ein Portal oder so, eine Höhle. Ah, hier geht's hoch, genau. Ja, dann schleich du mal voran. Das ist neues Gelände. Wer weiß, was da passiert. Hier in dem aufgedeckten Bereich hat uns der Geist jetzt nicht angefallen. Vielleicht ist er ja wirklich nur in den unaufgedeckten Gebieten. Ach, sowas kennen wir schon. Das war das mit diesem Gift. Hey! Baum! Boah, lass den mal herkommen. Oh, du bist ja ganz weit weg. Warten. Warten. So, jetzt kriegst du einen um die Ohren geblasen hier. Gut. Sela. Warte. Arusha, du bist schon in Nahkampfreichweite. Geh da weg. Warte. Warte. Ja, wir teilen gut aus, kriegen aber dieses Scheißgift. Aber das nehme ich in Kauf. Das wird nicht gehen, ha? Doch, geht. Aha. Wenn Sela noch gut trifft, dann... Ach, die kommt ja gar nicht ran. Doch! Sela, wow! Das war jetzt... Warte mal. Diese Vergiftung, Schattenfang, wie lange geht die? Was macht die? 49 Sekunden. Und Gift unterdrücken geht noch 52 Minuten. Okay. Stärkeschaden 1 Punkt. Geschicklichkeit auch 1 Punkt. Das ist mir jetzt, ist es mir nicht wert, da die Heilung zu machen. Denn vielleicht ist das ja nicht der letzte Baum hier gewesen. Und dann sammle ich lieber noch den weiteren Attributsschaden auf Schattenfang. So. Schleich mal. Ah, da sind nämlich die Nächsten. Da möchte ich jetzt aber auch nicht hinterrennen. Wer weiß, wie viele da noch sind.
Geh mal zurück. Nokori, auch wenn das jetzt vielleicht nicht viel bringt, aber auf alle Fälle können wir sie damit anlocken. Na, bleib bei den Zweien. So, ich stelle mich so auf, dass ich da die Sturmangriffe machen kann. Und lasse sie aber erstmal kommen. Na, das ist langsamer, ja, aber dadurch habe ich ihn getriggert, das ist okay. Der andere. Schattenfang geht da weg. Eigentlich könnten wir es ja auch aufheben, ha? Aber ich brauche es ja nicht. Ich habe es ja nur genommen, um zu triggern. So, ihr wart schon dran. Der kommt jetzt aber näher. Oh, nee, dann möchte ich dich da nicht... Oh, das ist das ausgemacht. Ah, schade. Du wartest auch ab mit der Odem-Waffe. Und du wartest ebenfalls. Jetzt bist du ein bisschen schneller, aber kannst hoffentlich nicht so gut angreifen. 19 Schaden. Ja, stellt euch alles schön in Reihe auf. Passt. Oh, 25, das war ja gar nichts. Zehn. Ah ja, gut. Weg. Weg. Das war gar nichts. Leute, was ist denn hier los? So, hier triffst du beide. Bitteschön. 46, 23. Sehr gut. Darfst du nicht die Akku kriegen. Dann ist es sehr schlecht. Bin mal so frei. Sehr gut. Oh, schlecht gewürfelt. Mittelmäßig. Nicht auf den Drachen! Scheiße. Oh, jetzt haben wir schon 3 Punkte, glaube ich, Schaden. Dafür ist der ja quasi down. Soziel, Ansturm. Mhm. Du gehst da weg. Oh, 75. Wie macht man denn sowas? Ach, jetzt ist mein Pferd down. Das ist nervig. Seht ihr, du musst zu Fuß gehen.
Ich bestätige doch auch kritische Treffer in der Regel nicht, wenn ich überhaupt welche kriege. Wieso machst denn du das? Würfelst eine 19. Und dann eine 18. Drecksack. Und ich treffe überhaupt gar nicht. Deran. Ach, es sieht nicht gut aus. Oh doch, ich habe auch gekrittet. Oh, das war richtig gut. Wann ist denn Sosiel hier mal dran? Hier. Nee, Sosiel für. Wieso führst du gegen eins? Ah, nee, Bostel trifft kritisch. Bostel trifft kritisch. Durch Ausmanövrieren auch Sosiel und Nokori und Schattenfang, was allerdings alles nichts wird. Doch, Nokori trifft dann. Und Bostel auch nochmal. Naja, es war nicht schlecht. Es waren in Summe auch 75 oder mehr. Er ist halb down. Und Sela scheint irgendwo auf dem Arsch zu liegen. Machst mal nix. Sela, willst du aufstehen? Und dich wehren? So, gleich teilt er richtig wieder aus. Ja, scheiße, ey. Das war gut. Aber wenn ich Pech habe, ist jetzt einer meiner Helden dran. Fehler. Aber alles heilbar. Was war das? Das war Nokori, oder? Nee, so sehr. Oh, Leute! Du bist doch quasi weg. Punkte, das kriegst du nicht hin. Du bist down. Du kannst nicht. Du bist down. Ja, Bostel könnte, aber... Oh! Bostelinchen. Liegt daran, dass du dein Dings hier nicht anhast, was du eigentlich anhaben solltest. Scheiße. So. Jetzt können wir ja mal überlegen, ob wir mit Nokori das neue Talent mal ausprobieren. Hier. Toten Tiergefährten erwecken. Das darf man nur nicht für Schattenfang brauchen, weil Lore ist ja eigentlich verzichtbar. Aber es scheint zu gehen. Aus rollenspielerischen Gründen mache ich das. Nokori kennt sich aus mit Tieren. Oh, scheiße. Und bringt ihn wieder auf die Füße. Oh, warte mal. Schattenfang? Was hast du jetzt für ein Problem? Wieso kriegst denn du jetzt nochmal... Boah, ist das eklig. Genesung auf Schattenfang? Das ist eigentlich scheiße, was ich hier gerade mache. Teilweise Genesung reicht auch abfällig aus. Ja. Weil wenn ich gleich mit der Stufe einfange beim Geist, der bestimmt wiederkommt, dann ist es mir lieber... dass ich die Genesung noch habe. Ich hoffe, ich habe mich jetzt noch. Ja. So. Du hast immer noch Probleme. Aber wie viele? Oh, immer noch minus... immer noch minus 4. Scheiße, hauen die rein. Deran. Hier. Baller das drauf. Irgendwie ist man auch... Jemene, ihr seid so angezählt. Turinos.
Nein, ich will ihn nicht steigern. Hör auf damit. Ich hab mich verklickt. Mensch, Spiel. Okay, das ist immer noch hier. Das ist nervig. Das will ich jetzt weghaben. Was? Oh nee, jetzt ist so ein scheiß Gewitter hier, was mir die Blitze um die Ohren haut. Danke auch. So, Sela und Lore, euch geht's... Was ist denn hier los? Jetzt sind wir in einen Sturm geraten. Kann das denn echt wahr sein? Bei dem Mistwetter möchte ich ja nicht sein. Ey, das ist total ätzend. Wir warten hier die Höhle. Die ist unter uns. Ich möchte, dass ihr in die Höhle flieht. Jetzt. Ey, so ein Scheißsturm. Ich hab doch gerade ganz anderes zu tun. Ich sehe hier nicht mal auf der Karte, wo die Höhle ist. Hier ist die, glaube ich. Mit viel Glück. Ja. Und wehe, ihr rettet es in das Schreckgespenst. Dann mach ich einen Rage-Quit. Ich hab's genau gehört. Hallo, Geist. Schön, dass du da bist. Und schön, dass wir von Blitz erschlagen werden, während du das nicht wirst. Stimmt's? Oh, ey, das überbleibt dir auch echt nichts erspart. Lor, geh da weg. Lass dich vom Blitz erschlagen. Lan. Mach doch Todesschutz. Geh direkt an ihn ran. Er soll dich anfassen. Und sagen wir jetzt Scheiß. Kränkelnd machende Verstrickung. Toll. Ist das eine beschissene Situation. Ach. Negative Bewegungseffekte durch schwieriges Gelände. Ich weiß nicht, ob uns das hilft, aber ich probiere es mal. Ach, es war nur auf einen? Ach, scheiße, nur auf einen. Ei! Ah, ja, danke dafür. Dieser Kampf ist sowas von zum Kotzen. Kann der Blitz mal den Geist einschlagen? Danke. Ach, das ist der Schatten von unten. Ah, richtig. Ich sehe nicht viel. Na doch, Schattenfang kommt schneller voran. Das scheint zu wirken. Ja, der hat auch noch Tarnung durch das Gewitter. Klar, logisch. Der ist ja quasi gar nicht zu treffen. Lan steht zwar direkt vor ihm, aber das heißt ja nichts. Das heißt gar nichts. Aber er geht wieder auf Lan. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier versuchen... Ach. Ihn dann auch irgendwie klein zu hauen. Also wenn er jetzt nichts anderes mehr macht, außer Lan versuchen, eine Stufe reinzuhauen, dann ist ja alles okay. Dann kriege ich es ja hin.
im Laufe der Zeit. Also Tempo. Kampf ist beendet. Oh, nervig. Der hatte nur diese komische, kränkelnd machende Verstrickung in petto und... Natürlich hier diese Stufenentzüge, aber Lan hat ja noch den Todesschutz. Ich gebe dir deine Peitsche nicht zurück, vergiss es. So, geht mal da rein. Ob das hier drin viel bringt, weiß ich nicht. Nee. Der Sturm ist ja immer noch da. Als oh. Hast du gerade deinen. Du hast gerade deinen Todesschutz verloren. Ei! Na, 10 Minuten. Das ist nicht viel im Kampf. Ja, aber wenn ich draußen rumrenne. Trotzdem. Ja, ich sehe ja hier schon an dem Symbol, dass der Sturm noch da ist. Aber was soll ich denn machen? Meine ganzen Schutzzauber jetzt ablaufen lassen? Nö. Ah, Sturm weg. Boah, wie eklig. Ja, dann machen wir hier oben mal weiter. Aber ich denke, die Einschläge kamen jetzt schon ziemlich nah im wahrsten Sinne des Wortes, deswegen mal speichern. Dabei. Nicht dein Ernst. Abrando Abrazio! Scheiße, was denn das? Scirocco, oh, das ist böse. Das ist sehr böse. Wie gut, dass ich gerade gespeichert habe. Denn ich glaube, jetzt kommt hier gar keiner mehr dran. Ja. Ja, so, Ziel, probier dein Glück. Oh, 20, aber nur 4 Schaden. Steinschlag. Herrlich. Lore down, Nokori. Handlungsunfähig. Arusha lädt schlechte Runde. Handlungsunfähig, handlungsunfähig.
Ach ja, der Wind, der erschöpft einen ja auch noch. Ah, so war das, stimmt. Ja, dann muss ich jetzt rasten. Hier. Entkräftet. Danke dafür, dass ich jetzt rasten muss. Aber erstmal muss ich dich down kriegen. Ich fürchte, das gelingt mir nicht. Ja, hallo Stufe. Ja, Seela tot. Ja, ich habe gerade gespeichert. Wisst ihr, das mache ich neu. Das bringt ja nichts. Dieser Geist mit seinen Überraschungseffekten. Woher soll man denn wissen, dass da ein Scirocco kommt? Das kann man nicht wissen. Okay, also, meine Taktik ist, die Helden jetzt weit auseinander zu ziehen. Sodass ihm sein Scirocco keinen Spaß macht. Und dich, ja, irgendwie versuchen, an ihm dran zu lassen, damit er irgendwann mal sich daran erinnert, dass es Spaß macht, Lan zu hauen. Da unten ist schon einer. Darüber. Ja, du gehst nirgendwo hin. Doch. Ganz dahin gehen. Der Drache. Was für ein räudiger Gegner dieser Geist doch ist. Ja, du bleibst mal da stehen. Hahaha. Ja. Ja, jetzt ist die Frage. Wenn der Geist jetzt glaubt, dass Scirocco keinen Sinn macht, weil die Helden alle zu verstreut sind, dann darf ich sie ja jetzt nicht wieder zusammenziehen, weil er dann seinen Scirocco wieder machen kann. Heißt also, der Einzige, der jetzt Schaden machen kann im Moment, ist Lan. Aivu, weil der ja eh schon in Odem Reichweite ist und vielleicht kriege ich Ahushale noch irgendwie nah genug ran, dass ich auch mitschießen kann. Und die anderen würde ich alle nicht bewegen. Und das Ganze so lange machen, bis der Geist down ist. Durch Lans Treffer, die von Aivu und vielleicht die von Ahushale. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Das ist jetzt wieder eine Geduldsaufgabe und deswegen Tempo. So, ich habe es mal komplett rausgeschnitten, weil der Kampf war sehr, sehr dröge. Immer das Gleiche. Ich habe über 50 upsala, Kampfrunden gebraucht. Aber egal. Es hat wunderbar funktioniert. Der Geist hat immer nur versucht, Lebenskraft von Lan zu entziehen, was nicht funktioniert. Und dann konnten Aibu mit der Odem-Waffe und Ahushale aus der Entfernung mit dem Bogen und natürlich auch Lan im quasi Nahkampf mit dem Bogen Schaden machen. Zwar selten, aber stetig. Ich habe es nicht gewagt, die Helden auch nur einen Millimeter zu bewegen, weil dann für den Geist vielleicht es sich angeboten hätte, doch einen Scirocco irgendwo zu setzen. Und das war es mir nicht wert. So. Das war der nächste Geist. Speichern. Vielleicht kann ich jetzt mal in Ruhe dieses Dorf hier erkunden. Hütte ohne alles. Oh, da geht's runter. Ei! In eine Geistergrube. Es ist nicht relevant, darüber zu sprechen. Hier ist ein... Ach, nee, ist keine Kiste, ist ein Fass.
Oh. Was? Verstoßene sarkorianische Rohlinge. Was habt ihr denn drauf? Was seid ihr so für welche? Stufe 11 Barbaren. Attentäter. Der ist Stufe 15. Oh ja, die sind jetzt irgendwie grantig. Lanzbogensehne glüht zwar schon, aber egal, komm, schieß mal. Ja, sie röhren gleich. Erst so viel Mist bauen, dass ihr verstoßen werdet und dann auch noch sackig sein. Das sind die richtigen. Es ist schlecht. Nee, komm, geh weg. Da kommt doch irgendwo ein Wolf. Ach, da hinten, ne, tatsächlich. Oh, ein Waldläufer, das ist nicht schön. Uncool. Nee, da kriegst du nur einer gewischt. Schattenfang ist ja auch noch da. Wo ist denn der eigentlich? Ach, der Nokori reitet drauf, gell? Ja, ja. Achso, du kannst jetzt wieder das anmachen. Geh mal weg, weil die hauen dich sonst. Du hast sogar getroffen. 105 Punkte. Wow. Lore. Lass sie da mal aufsatteln. So, und Nokori. Auf Schattenfang reitend. Kann aber gar nichts tun. Das ist schade. Kannst aber irgendwen anschnauzen. Den fiesen Fernkämpfer zum Beispiel. Okay, so. Dann kann ich das Schwein da doch nach vorn schicken. Hier kriegst du theoretisch eine ab. Wie gut ist denn der? Plus 15. Ah, trau dich. Ey, ach, du ahnst es nicht. Hallo? Hallo, ihr? Ich tu dich mal vor Rushalay. Du erklärst ja niemanden zum Feind, Freundchen. So, Boss, du tut mir leid, aber da musst du jetzt durch. Komm, noch ein Stück näher. Ich will sie alle leiden sehen. Oh, wow, 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 wow. Der Bär hat das ja gar nicht vertragen und die Wölfe auch nicht. Es tut mir fast ein bisschen leid um die Tierchen. Naja. Jetzt bitte nur alle. Also irgendwie. Wenn ich mir so anschaue, was hier passiert, glaube ich, gerade einen Bug auszunutzen. Nämlich, dass wir immer noch den Effekt der Tarnung haben und eine 50%ige Fehlschlagchance der Gegner, wenn sie uns attackieren, ohne dass der böse Sturm, der dafür verantwortlich war, noch da ist. Aber ich denke mal, so wie der Geist mich hier ärgert, ist das gerade mal ausgleichende Gerechtigkeit. Oh, was war denn das am Anfang? Es war ein Crit. Ah, deswegen darfst du alle. Ah, natürlich.
Ja, der hat reingehauen. Geh ein Stück weg. Deran, Arende. Au. Ihr könnt doch gar nicht so oft dran sein. So, da bitte draufhauen und nicht auf LAN. Den ich da wohl tunlichst erstmal wegziehen muss, auch wenn er dann nicht drankommt. Pech gehabt. Es geht alles nicht alles zu nah. Legt euch mit jemandem an, der sich auf Nahkampf versteht. Ne? Oh, 360. Oh, der war gar nicht schlecht. Wow, die sind von den Punkten her sind die härter als gedacht. So, der ist Anfang nächster Runde wieder dran. Schlecht. Der zerlegt meinen Drachen. Lieber heilen, damit ich eine Chance habe, Aivo noch da wegzukriegen. Ja, das war die Chance, Aivo da wegzukriegen, aber immerhin, er hat's überlebt. Das ist alles reparabel. Hey, ihr Wüteriche! Was ist denn mit euch los? Habt ihr von Kraft geträumt? Ah, Lan muss unbedingt da hinten drauf schießen. Was soll denn das? Hör auf mit dem Scheiß. Oh, na, Atayana! So, Lan, kannst du da in Ruhe schießen? Mach das aus, ist egal. Ja. Gut. Nokori. Der hier muss weg. Schattenfang, kannst du da was machen? Ach so, doch, hier unten habe ich dich ja. Nein. So. Doch, die Brüder sind doch gar nicht so schlecht. Ich unterschätze die. Null reduziert, aha. Massenbullenstärke, ja, nur noch auf einen. Hilft nicht. Das geht leider nicht. Sonst wärst du jetzt down. Bist aber auch so. Boah, sind die ätzend gewesen. Ja, so langsam kommt die nächste Rast unvermeidlich näher. Ich kann ja zwar mal betütteln alle, also Lan. Das geht ja eigentlich allen gut, bis auf Lan und Aivu. Wobei es Aivu, das ist nicht so tragisch. Versuch mal Lan. Ja, es war nicht schlecht. Nochmal so einer und dann passt das. Yep.
Oh, wir finden einige schöne Sachen. Das ist Verschwimmen. Oh, teilweise Genesung. Heldenmut. Oh, das sind schöne Tränke. Hier müssten Feuer. Gut. Heldenmut. Ja, das sind hier irgendwelche Plus-1-Geschichten. Erwachte Weisheit plus 2. Der erhabene Streich. Ah, der Rest ist Stangenware. Aber weil das hier magisch ist, nehme ich es auf. Den Rest lasse ich erstmal liegen. Danke. Diese Waffe, diese Sichel, was kann die? Wenn diese strahlende plus 3 Sichel einen Gegner trifft, wird das Ziel 1d4 Runden lang mit erblindet belegt. Wenn er einen Zähigkeitswurf, Schwierigkeitsgrad 20 immerhin, nicht schafft. Das ist leider eine Sichel. Damit kämpft ja so gut wie gar keiner bei mir. Ah, schade. Oh, die ist richtig viel wert. Ach, das lohnt sich, die zu verkaufen. So, und hier dürfen wir wieder versagen beim Wurf, wobei du hast ja alles, was du haben kannst. Also mehr kann ich dir nicht geben, Deran. Und du bist erfolgreich. Die Macht des Waldes liegt in 100 Bäumen, die des Meeres in 100 Flüssen, die von Sarkoris in 100 Clans. Ja, die sich dann gegenseitig verstoßen. Oh, was ist da hier hinten? Geister? Nein. Das ist ein Ort, um die Karte zu verlassen. Hier ist nochmal eine Kiste hinterm Haus. 75%, dann nehme ich einen Dietrich. Und finde eine magische Sache, nämlich eine beschlagene Rüstung der Dreifaltigkeit. Klingt bombastisch, aber ist es vom Preis her nicht. Ist eine beschlagene plus 3 Lederrüstung. Maximalgeschicklichkeitswert 5. Der Rüstungsmalus von magischer Rüstung. Okay. Schadensreduktion 3. Ah ja, okay. Das klingt ein bisschen nach Arushale, oder? Ja. Weil. Gut, sie büßt ein Punkt Rüstungsklasse ein, weil Maximalgeschicklichkeit von 6 auf 5 gekappt wird. Kriegt aber 2 dazu. In Summe also ein Punkt mehr. Und sie hat die Schadensreduktion. Achso, Gewicht. Ist ein bisschen schwerer, aber Gewicht ist noch nicht ein Problem. Ja, gratuliere zur neuen Rüstung. Und das alte Zeug, das ist ja, Lederrüstung plus 2 ohne irgendwas. Das ist wirklich Massenproduktion. Brauchen wir nicht. Und wo genau geht's jetzt? Ich. Oh. Geifercheck-Alarm! Wintersonne, da irgendwo hier in diesen Ruinen, da gibt's hier einen umgekippten Karren mit einer Kiste und deren Schloss kann man knacken. Und das war Schwierigkeitsgrad 19. Okay, das reißt mich nicht vom Hocker. 4-mal Schutz vor Gutem. Warum schützt ihr euch vor Gutem, hä? Und wo geht's da runter? Scheiße, Geister speichern. Kundschafte bitte vor. Das ist mir zu heiß. Gleich jetzt wieder Bing. Geist wieder da. Neblige Senke? Was bist du für einer? Neue Queste, tiefer wurzelter Wahnsinn. Ei, 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 ei. Seit alter Zeit glaubten die Mystiker, dass die Barriere zwischen den Ebenen in Sarkoris besonders dünn ist. Haben wir schon mal gehört. Es ist keine Überraschung, dass dieses alte Königreich von Schamanen und Kriegern gefallen ist und nichts als Ruinen und verblasste Namen hinterließ, die heute nur noch für Historiker von Interesse sind.
Bis zuletzt hatten die Schamanen auf die Rückkehr von Aroden gehofft, auf dass er sie vor der Weltenwunde retten möge. So gesehen kann man wohl sagen, dass die Sarkorianer ein eigensinniges und störrisches Volk waren. Aber vielleicht haben sich Spuren ihrer Magie ebenso störrisch an dieses Land geklammert. Denn die Geister, die Sarkoris einst bevölkerten, sind nicht verschwunden. Im Gegensatz zu jenen, die in der Lage waren, mit den Geistern zu sprechen und sie zu dirigieren. Die Tiere dieses Waldes haben gelernt, in der Wunde zu überleben, dabei aber den Verstand verloren. Nur ein Tier ist bei verdächtig klarem Verstand. Ein riesiger Bär, der die Kommandantin aus dem dichten Unterholz beobachtet hat. Vielleicht findet sich in seinem Bau Antworten, mit dem Bau dieses Tieres. Sah der jetzt klar bei Verstand aus? Welche Tiere waren denn nicht klar bei Verstand hier? Die Bäume, aber es sind ja keine Tiere. Wir haben gegen ein paar Smilodons gekämpft, die waren aggressiv, aber das sind sie auch, wenn sie bei Trost sind. Okay, Smilodonten, die können meiner Erinnerung nach sehr gut gucken. Also, Arusha hat erstmal nichts gefunden, was jetzt hier besonders gefährlich aussähe. Lan, your turn. Fehlschlag kritisch. Sag mal. Jetzt mach ich echt einen Screenshot. 3 kritische Fehlschläge nacheinander. Lan, wie kriegt man sowas hin? Ist auch komisch, dass die Wahrscheinlichkeit für 3 kritische Fehlschläge in Folge ist genauso hoch wie für 3 kritische Treffer in Folge. Warum kommen zuerst 3-mal kritische Fehlschläge in Folge im Let's Play vor? Könnte ja auch andersrum sein. Ja? Wobei man ehrlicherweise zugeben muss, dass die Chance für 3 kritische Treffer in Folge ist deutlich geringer als die Chance für 3 kritische Fehlschläge in Folge. Und warum ist das so? Naja, weil wenn der erste Crit den Gegner killt, dann kann man die nächsten 2 Zwanzigen ja gar nicht mehr würfeln in Landsfall. Wenn der zweite Crit in Folge den Gegner killt, dann kann man den dritten Crit gar nicht würfeln und so weiter. Also und die kritischen Treffer, die machen ja ordentlich Schaden, da ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass man mit dem ersten und oder dem zweiten den Gegner bereits killt und gar nicht in die Verlegenheit kommt, den dritten Crit zu würfeln, auch wenn er gekommen wäre. Egal, das sind nur so Gedanken eines Let's Players. Sela, vor denen haben wir doch keine Angst, oder? Aber sollten wir... Sollten wir vielleicht... Mächtiger Schreckensbär? Das ist kein Eulenbär, alles gut. AK-22, sehr lachhaft. Trotzdem würde ich dich erstmal nicht irgendwo vorziehen wollen. Borstel kann euch, glaube ich, ganz gut tanken. Okay, ach, hier sind die Tiere alle. Gaga. Davon war die Rede. So, man kann niemanden angreifen. Komm hier. Oh, böse. Deran? Wo bist du? Deran. Mehr als schießen tust du bitte nicht. Du hast das Schwein getroffen. Oh, du hast einen Modifikator von 24. Respekt. Respekt. Ist schon der Barbau gekommen, weil du kritisch getroffen hast. Geht nicht. Es geht wieder nirgendwo. Es geht wieder nirgendwo.
Okay, der ist offenbar schwer zu treffen. Wobei, der hat einen Ärger von 22, haben wir auch gesehen. Sei nicht so oft dran. Ihr habt doch eh wieder beschissen beim Initiative-Würfeln. Ja gut, Bossel trifft nicht. So. Danke, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und du hilfst jetzt dringend Borstel. Hm. Die Art von Hilfe, die ich mir vorgestellt hatte, sah anders aus. Ja, der Babau. So. Ja, ich schicke dich nicht an die Front. Du kannst, wenn es dumm kommt, weggebissen werden. Oh, das war gut. Das nicht. Ja, sogar getroffen. Hilf mal dort. So, jetzt aber, Freunde. Oh. Deran, was ist los? Deran steht still am Rand des Wassers. Mir fiel ganz plötzlich auf. Ich bin zu diesem großen Abenteuer aufgebrochen, habe aber die klassische Szene aus den Legenden und Liebesballaden bisher gar nicht gesehen. Die schöne Frau oder den stattlichen Mann beim erotischen Bad oder einem Wasserfall. Soziel, mach mal bitte. Deran wirft einen neckischen Blick zu. Dieser Süßwasserteich ist das einzige, was in der Weltenwunde einigermaßen einem Wasserfall nahe kommt. Das höchste der Badegefühle hier. Also, wollt ihr die Szene für mich nachstellen, Nokori? Kann man irgendwen anders? Könnt ihr ins Wasser schubsen? Das ist geil. Ja, also, wer so um die Ecke biegt, der hat es nicht besser verdient. Deran ins Wasser schubsen, die Bühne gehört ganz euch. Wie ein Seemann fluchend springt Deran ans Ufer und steht schwankend am Teichrand. Das Wasser läuft an ihm ab. Das war kein erotisches Bad. Das muss ich ihm sagen. Das war kein erotisches Bad. Das war das verdammt nochmal kälteste Wasser, in dem ich jemals war. Puh, ich liebe das Baden. Doch ich muss gestehen, dass mir heißes Wasser sehr viel lieber ist. Heißes Wasser, das weder von Fischen, noch von Fröschen, noch von sonst irgendjemandem bewohnt wird. In einem echten Wasserfall zu baden, würde mir wohl keinen Spaß machen. Es gibt in dieser Welt wohl keine beheizten Wasserfälle. Ich bin auf dem harten Boden der Tatsachen aufgeschlagen. Mir ist bisher nie in den Sinn gekommen, wie albern all diese Balladen sind. Ich kenne keine Ballade, in der von einer badenden Person die Rede ist. Wobei, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Ich kenne eine Fantasy-Ballade. Die wird von euch wahrscheinlich keiner kennen. Die ist von Christian von Aster. Und heißt, ich schaute eine Nymphe beim Bade. Sehr, sehr hörenswert, wenn er die mal im Internet irgendwo findet. Anhören. Die ist echt geil. So. Aber das ist ein anderes Thema. Oh, hier liegt ja einer. Oh, das bist dann wohl du, der hier die Beute für die Tiere war. Und dann können wir hier häuten. Vielleicht. Das ist nur Kori gelungen. Endlich mal. Wobei diese Smilodon heute auch nur 32 Gold wert sind. Das ist jetzt nicht die Welt.
Kann man den, ja, kann man auch. Halten. Auch gelungen. 25, sogar weniger wert. Gut, da ist es auch das leichtere Tier. Also das weniger gefährliche Tier. Und hier ist es auch gelungen. Ja, noch weniger wert, klar. Der Rad ist jetzt übrigens nass. Hallo Hirsch. Oh, blutige. Haust du ja gerade die Schnauze an diesem Felsen blutig? Was ist denn mit dir los? Ich habe den Eindruck, der tut sich da selber weh. Ich will das nur beenden. Das war ja irgendwie. Also, da war ja schon Blut am Felsen. Der da scheint noch irgendwie bei Sinnen zu sein. Der macht zumindest nicht so eine Scheiße. Wo ist der Bärenbau? Wo ist der nächste Geist? Oh, hier liegt einer. Diamantstaub, schön. Oh. Das Midadon ist tot, das war aber nicht ich, der junge Hirsch. Ach nee, das liegt da nur. Ach so. Das ist... Aus irgendwelchen Gründen liegt das da. Oh, hinten die Schweinebrigade, aha. Ah, noch eins, okay. Ah, warte mal ab. So, Sela. Nokori. Es liegt da, ich weiß nicht warum, aber es greift doch eh gleich an. Du. Ja, Schwein auf Schwein. Da hinten mal tanken. Du kommst nirgendwo sinnvoll ran. Ja, und du. Dich will ich nicht an die Front ziehen im Moment. Das hätte ich ja irgendwie kommen sehen müssen, huh? Dass das nichts wird. Der war echt am Schlafen oder so. Der Hirsch macht mit. Würfelte 20. Deran, kannst du hier... Oh, da bin ich mir gerade nicht sicher. Wart mal ab. Du müsstest das ja können, gell? Genau, mächtig austeilen auf alle, gut. Ja, Sela, steh mal auf. Keil zurück. So, ihr nervt nicht mehr. Lan. Und Rückzug. Trigger den mal. Du kannst... Also ehrlich, Soziel. Die Gegner sind echt sogar was für deine Kragenweite. Nee. Der kriegt sogar Aivo klein. Kann ja keine 20 mehr würfeln. So, und ja, dich... nee, dich muss ich da dringend wegziehen.
Oh, der crittet. Ja, Sela ist halt echt ein scheiß Tank, hä? Wenn man ehrlich sein soll. Und im Nahkampf angreifen kannst du auch nicht. So, ich denke mal, das kriegen die alle hin, zumal dort ja auch Bossel jetzt im Fokus ist. So wie es sein soll. Uff, ey, wow. Komm zusammen. Ich spendiere euch noch eine Fokussierung. So, und dann hier schwere Wunden heilen. Leichte Wunden heilen auf Lore. Ja, das muss reichen. So, die nächste Häutungsaktion. Gut. Gut, der ist zerrieben worden. Da kann man nichts mehr häuten. Aber hier geht noch was. Läuft auch. Ach, die schlafen, die Viecher. Ach ja, also wenn ihr mich doch dann sowieso angreift. Das liegt auf der Seite und schläft offensichtlich. Und füllt damit die Fleischvorräte, oder ist wieder so ein Ding, unserer Helden auf. Ist okay. Ah, hier oben war der Bär, hat uns angegrunzt. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Hirsch, wenn du uns nichts tust. Da hätte ich noch so ein Schwein. Da ist der Bau. Die scheint ja echt einfach zu liegen und zu schlafen. Was steht da? Deran? Erfolgreich. Ehrt die Alten, beschützt die Jungen und kämpft an der Seite derer, die in der Blüte ihres Lebens stehen. Gut. Ich muss nicht unbedingt jedes Tier, was hier rumkreucht und fleucht, einen Kopf kürzer machen. Stattdessen gehe ich dann mal lieber hier in diese... Oh. Mal lieber in diese Höhle, aber das machen wir im nächsten Teil. Bis dahin!